Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute zeige ich euch, wie man dieses coole Gewächshaus hier bauen kann. Und das ist natürlich sogar eingerichtet. Hier seht ihr es. Hier hat man eigentlich so ungefähr alles, was man in einem Gewächshaus wirklich braucht. Wir haben hier Anbaufläche für diverse Pflanzen, für Karotten, Kartoffeln, Weizen, Beeren und so weiter. Dann haben wir diese coolen hängenden Regale, auch hier vorne nochmal, mit Blumentöpfen. Hier unten nochmal Blumentöpfe. Wir haben hier Wasser und wir haben auch einen Komposter. Wir haben Licht, wir haben ein Crafting-Table. Wir haben eigentlich alles, was man in so einem Gewächshaus brauchen kann. Und draußen habe ich auch noch ein bisschen dekoriert quasi. Wir haben hier einmal eine Schubkarre, die ziemlich cool ist. Könnt ihr gerne nachbauen. Das hier ist übrigens ein Zauntor. Dann haben wir hier Heu. Wir haben hier noch ein bisschen Anbaufläche für Melonen und Kürbisse. Hier hinten sind noch Blumen und ein paar Beeren und natürlich der Baum hier mit dem kleinen Teich. So, aber in diesem Video geht es jetzt vor allem um das Gewächshaus und ich würde sagen, ich fange direkt mal mit dem Tutorial an. Und das erste, was ihr macht, ist, ihr nehmt euch Tannenholz oder Sprucewood und macht damit erstmal einen Turm, der 3 Blöcke hoch ist. Dann geht ihr von da 3 Blöcke nach hinten, macht dann nochmal 3 und das Ganze nochmal, also wieder 3 Blöcke freilassen. Dann nochmal einen 3 hohen Turm bauen. Dann gehen wir hier 2 Blöcke hin und hier ist jetzt quasi die Rückseite, also das macht ihr nur bei der Rückseite. So, hier machen wir jetzt insgesamt 6 Blöcke hin, so. Und dann wieder 2 Abstand davon, 3. Dann hier wieder 3 Abstand und hier wieder 3 Abstand. Und hier vorne machen wir nicht so einen Fall wie hier, der 6 hoch ist, sondern hier kommt ja die Eingangstür hin. Und dann müsste das Ganze ungefähr so aussehen. Das nächste, was wir machen, ist, wir stellen überall eine Treppe rauf. So, hier oben auch in die Richtung und dann hier nochmal 3 Stück. Und dann machen wir hier Holzblöcke hin. Das wird jetzt quasi so der Rahmen. Auch hier nochmal und hier auch nochmal. So, damit wir eben so dieses Gerüst quasi bekommen, dieses Holzgerüst. Und da oben drauf machen wir dann nochmal Treppen, damit das Ganze ein bisschen runder aussieht quasi. Hier vorne wieder so rum eine Treppe. Hier dann auch Treppen, Treppen, Treppen. Und hier oben machen wir dann eine Reihe mit Halbsteinen, so entlang. Und das machen wir jetzt auch hier, und zwar jeweils auf der Höhe von den Treppen. Also das hier ist jetzt die Treppe und auf die untere Seite von der Treppe quasi machen wir Halbsteine. Das sieht dann so aus. Und das sorgt nämlich dafür, dass es einfach ja, ein bisschen besser aussieht, ein bisschen stabiler quasi. Als hätte das einen richtigen Rahmen, der das alles irgendwie stützt. Und dann, wenn wir das fertig haben, sieht das Ganze schon ziemlich nice aus. So. Kann ich euch mal zeigen. So müsste es jetzt ungefähr aussehen. Und in die ganzen Lücken kommt gleich Glas. Aber das erste, was wir machen, ist erstmal Andesit. Und zwar machen wir hier die Linien zwischen den Holzblöcken quasi aus Andesit. Das ist einfach so ein bisschen, das sieht aus wie so ein Fundament, vielleicht aus Beton oder sowas. Auch nochmal ein bisschen stabiler quasi. Und wenn wir das haben, dann können wir auch schon das Glas einsetzen. Und zwar machen wir hier überall Glasscheiben rein. So. Natürlich nicht nur unten, sondern überall. Hier, zack. Hier auch nochmal überall. Und ihr könnt natürlich wieder jeden Block nehmen, den ihr möchtet. Ich in dem Fall benutze jetzt hier weiße Glasscheiben. Man könnte auch schwarze nehmen. Ich habe auch mit grünen das versucht, aber ich finde, weiß sieht eigentlich am besten aus. Aber wie gesagt, ist ja euch überlassen. Dann müsste das Ganze so aussehen. Und jetzt machen wir das Ganze auch nochmal hier. Hier ist es allerdings wichtig, dass wir die 2 Blöcke in der Mitte quasi freilassen. Also diese beiden Blöcke hier, die lassen wir quasi frei. Und bauen nur drumherum Glasscheiben, weil da kommt dann später der Eingang rein. So, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, die Fensterscheiben zu treffen, wenn die so dünn sind. So. Und wie gesagt, die beiden lassen wir so. Ihr könntet jetzt rein theoretisch hier eine Tür reinbauen, das wird aber nicht ganz so cool aussehen. Was ich mache, ist, wir platzieren hier nochmal links und rechts Glasscheiben. Dann sieht das nämlich so aus, als wäre das so eine Doppeltür auch aus Glas, die gerade so offen ist. Und das ist ziemlich nice, finde ich. Und das nächste, was wir machen, ist, wir machen hier einmal eine Schicht Blöcke weg, damit das Ganze hier tiefer liegt. So. Und dann müssen wir die Blöcke, die jetzt noch aus Gras sind, hier quasi auch nochmal austauschen mit Holz. Und dann müsste das Ganze so aussehen. Wir platzieren jetzt da, wo der Eingang ist, nochmal eine Treppe, und zwar aus poliertem Andesit, aus polished Andesit, so. Und das nächste, was wir machen, ist, wir machen den Fußboden, und dafür benutze ich den polierten Andesit, Cobblestone und den Mossy Cobblestone, oder Cobblestone, oder Pflasterstein, je nachdem, wie ihr spielt. Und wir platzieren jetzt hier einfach so ein paar polierte Andesitsteine und ein paar Mossy Cobblestones quasi überall und füllen dann den Rest aus mit richtigem Cobblestone. So. Und das sieht dann so aus, als wären das hier quasi vielleicht noch heile Platten oder sowas und die ganzen Cobblestone-Platten sind dann schon ein bisschen zertreten bzw. bewachsen. Eigentlich auch ziemlich nice und dann sieht das Ganze schon mal ziemlich gut aus. Das nächste, was wir machen, ist, wir machen den Innenraum und dafür brauchen wir einmal diesen entrindeten, glaube ich heißt das auf Deutsch, entrindetes Dark Oak, also Dunkelholz, Dunkeleichenholz oder was auch immer. Und dann brauchen wir noch die Falltüren aus Sprucewood und auch Zäune aus Sprucewood und dann eben ganz viele Töpfe brauchen wir dann noch. Ganz viele Blumentöpfe und natürlich dann auch Gras. Und dann brauchen wir, wenn ihr wollt, noch einen Komposter, eine Crafting Bench quasi, eine Laterne und einen Kessel. So.
Das stellen wir jetzt hier mal hin. Und zwar benutzen wir hier erstmal einen 2 großen Tisch, bauen wir hier quasi aus dem Oakwood. Und hier vorne einen 4 großen. Das müsste dann ungefähr so aussehen. In diese Ecke kommt dann hier Gras. Und hier kommt hier Gras. Und jetzt hier ein kleiner Lifehack quasi. Und zwar wollen wir das ja später auch wirklich benutzen. Und dafür platzieren wir einfach unter diesem Holzblock hier quasi Wasser. Weil das können wir dann quasi wieder zubauen mit dem Holzblock. So, und dann sieht man das Wasser nicht, aber hier kann tatsächlich dann angebaut werden. Das gleiche machen wir hier dann auch nochmal, also hier wieder Wasser hin. Dann das Ganze verstecken, das sieht dann so aus. Und dann platzieren wir da dran noch ein paar Falltüren. Das sieht dann so aus, als wäre das irgendwie so ein Gefäß quasi, wo die Erde drin ist. So, beziehungsweise machen wir diese Ecke hier einen Kessel und können dann die Falltür auch weglassen und tun da dann noch ein bisschen Wasser rein. Hier in die Ecke kommt ein Komposter und hier in die Ecke kommt der Crafting Table mit der Laterne drauf. Und dann können wir das Ganze nämlich auch schon mal hier bearbeiten mit einer Hake. Und dann müsstet ihr gleich sehen, dass das hier tatsächlich dann auch bewässert ist quasi. Aber bevor wir soweit sind, habe ich vergessen, da oben Glas reinzumachen, fällt mir gerade auf. Dafür nehmen wir tatsächlich Glasblöcke aus Glas, beziehungsweise aus weißem Glas. Die stellen wir hier überall rein. So, und natürlich auch ganz oben. Glasscheiben würden hier leider nämlich nicht so gut funktionieren. Deswegen nehmen wir ganze Glasblöcke so. Das hatte ich nur eben vergessen. Und was wir jetzt machen können, ist, wir hängen an die Decke die Regale quasi. So platzieren wir dafür hier und hier einen Zaun. Das sieht dann so aus, als wäre das quasi so die Halterung an der Decke quasi. Und dann platzieren wir hier eine Reihe Falltüren dran und dann sieht das schon ziemlich nice aus. Und das gleich können wir auch nochmal machen. Mit drei allerdings nur, mit drei Falltüren quasi. Und da oben drauf können wir dann einfach Pflanzentöpfe stellen und dann später auch etwas reintun. Und hier seht ihr schon, das Ganze ist auch bewässert. Das bedeutet, hier funktioniert das wirklich mit dem Anbauen. Hier machen wir dann noch ein paar Pflanzentöpfe hin und jetzt können wir uns hier Pflanzen aussuchen, die wir da anbauen wollen. Ich nehme mal hier alle Tulpen zum Beispiel, dann nehmen wir noch diese Blümchen hier. So, mache ich hier oben Tulpen überall rein, zack. Hier auch nochmal, hier machen wir dann noch andere Blümchen rein. Und eine Wither-Rose können wir da auch nochmal reinstellen. Und was ich auch immer ziemlich cool finde, ist der Bambus, der sieht immer ziemlich nice aus. Also so können wir da reinstellen. Und dann können wir das Ganze hier nochmal zum Anbauen tatsächlich benutzen. Ich baue jetzt diesmal einfach Karotten und Kartoffeln, denke ich, an. So, zack, hier Karotten und Kartoffeln. Machen wir mal hier, oder wir machen hier mal nur Kartoffeln und hier machen wir nur Karotten. Und das Ganze ist jetzt eigentlich schon fertig. Also ihr könnt es natürlich einrichten, auch wie ihr wollt. Ihr könnt das natürlich auch spiegelverkehrt machen oder hier mehr anbauen, je nachdem, ob ihr es halt praktisch auch benutzen möchtet. Das hier ist jetzt mehr nur so zum Aussehen. Und da könnt ihr es, wie gesagt, wie hier zum Beispiel auch noch mit anderen möglichen, mit allen möglichen anderen Sachen quasi dekorieren. Zum Beispiel diese Schubkarre, die ich echt cool finde. Dafür habe ich hier vorne einen Wetzstein an einen Kessel gestellt. Hinten ist dann, wie gesagt, das Zauntor dran und dann hier vor und hinter nochmal ein Schild quasi. Und ansonsten hier nochmal random einfach so einen Heuhaufen hin, dann noch ein bisschen Anbaufläche vielleicht drumherum könnt ihr natürlich machen. Und was ich auch vergessen habe, sind hier die Lianen quasi auf der Rückseite. Das sieht auch immer ziemlich cool aus. Und die wachsen da jetzt runter und dann haben wir hier so eine bewachsene Seite quasi. Sieht dann von innen auch nochmal ein bisschen cooler aus, wenn da tatsächlich noch was bewachsen ist. Kann ich euch nochmal zeigen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, könnt ihr auch mal gerne Hashtag Gewächshaus in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr wurdet ein bisschen inspiriert vielleicht. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.